frühest den Reißverschluss aufmachen. Und naja, gut, die Autos hinten, aber trotzdem einfach, ja, einfach direkt in der Natur sein. Das ist sehr schön, auch wenn es kalt ist. Es ist gerade 1 Grad, also nicht wirklich warm, aber naja, es ist trotzdem schön. Vögel zwitschern, man hört die Autos fast kaum. Und irgendwo gehören sie eben dazu, zu dieser Welt. Irgendwann wird es keine Autos mehr geben. Da wird alles automatisiert sein. Ein komplettes, kostenloses, automatisiertes Transportsystem für die gesamte Erde. Basierend auf erneuerbaren Energien. Das ist die Zukunft. Und jetzt fahren sie halt noch mit ihrem Auto rum. Ah, naja, so geht das dann alles. Ja, die Nacht war leider sehr schmerzhaft. Wahrscheinlich, weil ich gestern so viel gelaufen bin, hatte ich oft mal einen Krampf. Habe zwar Magnesiumtabletten mitgehabt, die danach gegessen, aber ja, einen Krampf gehabt und auch so Rücken tat wie alles. Aber warm war es, also glücklicherweise, obwohl jetzt nachts bis 1 Grad jetzt gewesen ist, beziehungsweise jetzt noch ist 1 Grad. Und das ging aber, denn ich habe jetzt für unter dem Schlafsack richtig viel Zeug. Ich habe Noppenfolie, ich habe noch so eine Isomatte gekauft für 6,99 und also da habe ich schon ordentlich was drunter und das ist wunderbar. Naja, auf jeden Fall, heute geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt zweimal noch um die 30 Kilometer jeweils. Dann sind wir, ich hoffe, das ist der richtige Name, bei der Petra. Die Petra ist die erste, die auf unserem Weg liegt, wo wir übernachten können. Und ja, da freuen wir uns schon total. Petra scheint eine ganz unkomplizierte Person zu sein. Und ja, mal sehen. Vielleicht seht ihr die Petra ja auch. Ich weiß ja nicht, inwieweit die Petra das möchte. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Jetzt ist noch recht früh am Morgen, ist noch frisch. Wird aber heute komfortable 6, 7 Grad werden, heute wahrscheinlich sogar. Und ja, da freue ich mich. Und es bleibt auf jeden Fall trocken heute. Es hat die Nacht geregnet und nicht geschneit. So, zumindest jetzt hier ist nichts Weißes. Es hat nur geregnet. Und ja, es bleibt heute trocken und morgen bis Mittag auch auf jeden Fall trocken. So, nochmal ein Zehen-Update. Also die Zehen, die sehen relativ gut aus. Stellt euch vor, schaut euch, wie es gestern aussah. Die Haut ist immer noch ganz dünn. Ja, das ist so ein Pergament. Aber ja, die Zehen, die sind auf dem Weg der Besserung. Also die sind schon etwas normalfarbiger geworden. Vorher waren sie bestimmt rot, na, weil die Haut noch frisch war. Und jetzt... Sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell auch dann funktioniert. Also ich war ja quasi mit den schlechten Schuhen unterwegs, meine Füße kaputt gemacht und dann einfach auf Barfußschuhe bzw. auf Barfußlauf gewechselt. Und ja, und die Füße regenerieren sich im Laufen. Also unglaublich. Ich bin absolut der wahrscheinlich weltweit größter Verfechter von Barfußschuhen und Barfußlaufen. Was ich dieses Mal erlebt habe, ich werde nie wieder in diesem Leben normale Schuhe tragen. Also es muss sich wirklich dann um eine irgendwie alpine Skipiste handeln, wo man irgendwelche Schuhe braucht oder irgendwelche Schneeschuhe oder sonst was. Aber ich werde nie wieder. Ich hatte schon so ein Gefühl von, ja, muss das denn sein? Und dachte, ja, okay, unser konditionierter Verstand, ja, und die Kälte und der Regen und du brauchst ein wetterfestes Schuhwerk und all das. Und nee, zumal ich ja schon letztes Jahr diese 30 Tage durch Deutschland gewandert bin und da habe ich das auch schon gemerkt, da kam auch Regen, gut, da war es nicht so kalt, aber nee, nie wieder Schuhe mit Absatz und nie wieder enge Schuhe. Am besten gar keine Schuhe und zur Not halt eben tatsächlich irgendwelche Barfußschuhe oder irgendwelche Lappen, die man drumherum macht, um die Füße zu schützen. Denn nur darum geht es letztlich, kurz die Füße. Das war ja auch der Ursprung der Schuhe, um die Füße zu schützen und nicht um unser komplettes Abrollverhalten ad absurdum zu führen, um unsere Natürlichkeit, unseren Zugang zur Natur, unsere Verbindung mit der Natur, um die Verbindung zur Erde, um diese zu unterbrechen. Darum ging es nicht. Es ging nur um den Schutz. Ne? Um den Schutz.
Und heutzutage die Schuhe, das ist eine eigene Konsumwelt geworden. Geht mal in so einen Schuhladen rein, was es da für aberwitzige Bezeichnungen und Sachen gibt. Das ist mit normalem Verstand überhaupt nicht fassbar. Stellt mal jemanden, der vor 2000 Jahren gelebt hat und ganz normal barfuß gelaufen ist oder irgendwelche Sandalen mit paar Riemchen drüber gehabt hat, in so ein Schuhgeschäft und erklärt dem, warum der ein Air Conditional Super Breathing Extreme Comfort Apple mega fucking Scheiß kaufen soll. Da sagt er, hey, ich brauche was zum Schutz und ich weiß gar nicht, was es ist. Kann das fliegen? Nee, also nie wieder Schuhe. Nie wieder Schuhe. Und ja, aber manchmal ist es wichtig, dass man diese Erfahrung noch einmal macht. Ja, ist auch so, wenn man vegan umstellt. So, dann isst man nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr isst man wieder irgendwie Käse oder Fleisch, merkt, wie einem das nicht gut tut und sagt dann, nee, jetzt garantiert nicht mehr. Und dann dauert es halt eben nur ein Vierteljahr, dann dauert es dann schon ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis man dann doch wieder mal und dann wieder merkt, nee, doch nicht. Und dann nach 3-4 Jahren und irgendwann hat man es dann geschafft und ja, genauso ist das mit den Schuhen. Also ich sage jetzt nie und vielleicht in 5 oder 10 Jahren passiert es dann halt doch mal, weil irgendwas, wo ich denke, ja, das muss ich, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich will einfach barfuß forever. Und jetzt geht's los. So. Guck mal, wie das hier aussieht. Das ist doch trocken, wo das Zelt lag und alles andere ist feucht. Jetzt geht's raus. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum auch das Sessil so selten zu sehen ist. Das liegt daran, dass wir beide unser eigenes Tempo haben. Da hinten, der schwarze Punkt, das ist Sessil. Und ja, jeder läuft zu seinem eigenes Tempo. Und auch das ist, finde ich, sehr wichtig bei so einer Wanderung. Dass man auch zu sich selbst finden kann und Gedanken machen kann, den man gerade also so nachhängen kann, dass man nicht denkt, man muss jetzt ein gewisses Ziel erreichen oder man muss jetzt genauso schnell sein, was auch immer. Sondern dass man so seinen eigenen Weg und seine eigene Pace gehen kann. So eine Wanderung ist doch immer ein Stück Selbstfindung. Und ja, und entsprechend, ich bin meistens mal ein bisschen schneller unterwegs und ja, setze mich dann irgendwo hin, warte dann wieder, ob alles in Ordnung ist. Wir haben ein paar Handzeichen, die wir ausgemacht haben von der Entfernung, ob alles gut ist. Ja, weil sie wandert komplett ohne Technik. Ja, für sie ist es auch so eine Art ja, Pilgerung. Und ja, das nur mal so als Information. Jetzt geht's ja weiter. Wir sind gerade in einem Örtchen angekommen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber den Namen sind wir eh. Alles noch Schall und Rauch. Interessante Kreuzung. Sieht gar nicht so aus wie bis auf die Ampeln so modern, sondern die ist ein bisschen aus einer anderen Zeit. Ihr kennt ja alle den Belitzer Spargel. Und hier sind gerade Spargelbauern bei der Arbeit. Sie decken jetzt den Spargel wieder ab, weil die nächsten Nächte soll es -7 bis -9 Grad werden. Ja, so sieht also ein Spargelfeld aus hier. Belitzer Spargel. Ja, jetzt ist, wir haben ein bisschen mit den Schuhen jetzt hier nach dem Aufstehen. Ist ja wie gesagt noch relativ kühl. Ich glaube, es sind jetzt 3-4 Grad beim letzten Mal. Und da habe ich jetzt einfach ja, mal wieder die Schuhe angezogen, auch wenn es Barfußschuhe sind. Aber die Zehe drückt sofort wieder hier. Und deswegen, ja, es war jetzt ein bisschen kalt, aber muss ich durch. Und die Spargelbauern machen immer noch ihr Geschäft, decken sich jetzt wieder zu. So, jetzt eine kleine Rast am Wegesrand. Hier ist keine Bank, ewig und breit. Deswegen ist es ganz schön, dass ich hier dieses Ding damit habe. Das ist so eine, kann man einfach hinlegen, ist wie so eine Isomatte. Es war ja immer noch direkt an der Bundesstraße. Aber, naja. Manchmal ist es einfach notwendig. Wir tun ein bisschen die Hüften weh, ein bisschen die Schultern weh. Aber das sind normale Schmerzen, also ganz gesunde Schmerzen, wenn man so lange läuft mit so viel Gepäck und da nichts, was einen beunruhigen muss. Ja, barfuß laufe ich jetzt weiter. Ist recht kalt. Vielleicht auch deshalb jetzt auch das schöne oder das Bedürfnis, mich auf diese doch recht warme Matte da hier zu legen. Und ja, da werde ich jetzt mein Mahl genießen. Das ist, ja. Besteht aus 2 Paprika, ein paar Kürbiskernen. Und vielleicht zum Essen kann ich vielleicht da noch mal was sagen, wenn wir in ungefähr 7-8 Kilometern unsere erste größere Rast machen. Und ja, vielleicht sage ich da mal was zum Essen.
seht ihr da hinten den Wandersmann. Dieser Wandersmann, ich drehe mal wieder zu mir. Dieser Wandersmann, der ist uns gerade begegnet. Und also ich habe kaum geglaubt, wenn er, wo er sein Alter gesagt hat, er war 80 Jahre. Und ich habe gesagt, was ist sein Rezept für ein erfülltes, glückliches und vitales Leben? Und er hat gesagt, er wandert einfach jeden Tag 5 Kilometer. Sein Leben lang. 5 Kilometer wandern jeden Tag. Der war 80, der sah aus wie 60. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ich bin gerade total geflasht und ja, habe ganz vergessen, ein Mikrofon reinzustöpseln, wie ich hier gerade sehe. Das heißt, ihr habt jetzt viele Nebengeräusche, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. 80 Jahre und der läuft jeden Tag seine 5 Kilometer und macht einen super Eindruck. Die Haut relativ glatt und war sogar ein dickes Bäuchlein dran. Also dick, war ein kleines Bäuchlein dran, aber krass, echt krass. Regen überrascht worden. Also wir sind vom Regen überrascht worden und ja, es ist natürlich nicht so schön. Würde ich am liebsten auch unterstellen, weil das mir schon ganz schön heftig ist. Mal gucken. Ach, schade. Ich dachte, jetzt ist trocken, jetzt alles noch easy going und dann haut es uns da jetzt noch so einen Scheißregen rein. Ah ja, mal sehen. Es ist auch nur Feld hier überall. Kann man sich nicht unterstellen. Ja, vielleicht rennen wir auch. Mal gucken. Naja, hat niemand gesagt, dass es leicht wird. So, nun sind wir da, in der Spargelstadt Belitz. Ja, wir sind jetzt 17 Kilometer gelaufen und wir laufen jetzt hin zu Norma, das ist nochmal 2, das sind 19. Und dann laufen wir noch 12 bis 15 Kilometer aus der Stadt wieder raus. Ja, und das wäre dann halt unser Tagespensum. Der Regen hat ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise ich glaube, ja, hat ganz aufgehört. Und ja, jetzt werden wir einfach mal unser großes Mittags- oder Nachmittagsmahl zu uns nehmen. In der Spargelstadt Belitz. So, verändert sich ein bisschen. Ja, erstmal danke Silke Leopold, dass du uns alle die Rohkost so näher gebracht hast. 25 Jahre hast du jetzt nun deinen YouTube-Kanal und ja, vielen Dank. Gut, okay, jetzt zur Stadt zurück. Ja, es erinnert mich ein bisschen an treuen Prizen. Ja? Auch diese Gepflasterung, auch diese alleenhafte Dings. Und hier hängt sogar Ostereier an den Bäumen. Das ist ein bisschen pervers, aber gut. Die kleinen Städte, die größten Perversen entstehen ja immer in kleinen Städten. Ja, ist schon ein schönes Städtchen, kann man nicht anders sagen. Bisher war es ja immer so, dass Norma der veganfreundlichste Discounter ist. Und ich muss, also was schön ist, die Apfeltasche, die ist tatsächlich vegan, also ein Backwarenzeug, aber die haben kein einziges veganes Ersatzprodukt, Tofu oder Seitanburger oder irgendwas, was eigentlich jeder hat. Und, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier auf dem Land sind und ja, entsprechend dir noch nicht angekommen ist, dass man sich auch ohne Tiere ernähren kann. Und naja, ich hätte vielleicht ein paar War Spirit Flyer mitnehmen sollen und ein bisschen in der Stadt auslegen oder an die Ostereier ranhängen, aber ich habe einen Stift mit. Ein Permanentmarker. Der Zirkus ist in der Stadt. Gar nicht mal so interessant. So, jetzt geht's hier weiter. Ich suche gerade einen Platz zum Kacken. Durchhalten, Christian, durchhalten. Übrigens nicht so cool, wenn man schön friert, einen kalten Orangensaft zu trinken, der direkt aus dem Kühlregal kommt. Ich glaube, der hat das Kacken nochmal beschleunigt. Ist, oh, egal. Ich halt durch und es gibt einen Livestream vom ja, nee, Quatsch. Ich bin froh, wenn ich da endlich ablassen kann. So, wir dürfen nur 30 laufen. Okay. Ja, meine Zehe hat sich ein bisschen jetzt auch in den Barfußschuhen, also die muss wirklich jetzt so vollkommen regenerieren und deswegen habe ich die, obwohl es wirklich sehr, sehr kalt ist gerade, ja, wieder freien Lauf und schon geht es ihr besser. Das heißt, die Kälte tut zwar weh, aber der Zehe geht es einfach besser und das ist das Entscheidende, die Zehe muss mal wieder ganz werden. Ja, das Wetter ist echt trübe, das ist kalt und regnerisch, aber naja, muss halt irgendwie weitergehen. Sind es noch 4 Kilometer,
Dann können wir unser Nachtlager aufschlagen, ja, bevor es dann morgen die nächsten 30 Kilometer kommt. Und dann ja, ist die erste Übernachtung bei einer Petra, glaube ich. Hoffe, dass es so heißt. Wenn nicht, tut mir leid. Mittlerweile umgestiegen auf Doppelphysik, weil es irgendwie doch ein bisschen blöd, mit dem einen im Kalten zu sein, mit dem anderen im Warmen. Deswegen bei dem Kalten. Das ist der Sardiner See. Und da drüben ist das wahrscheinlich auch. Bloß wie wir dann letztlich herauskommen, weil da hinten, das sieht sehr zu aus und der Weg ging aber hier lang. Deswegen kann sein, dass wir wieder umkehren müssen und einen riesen Umweg machen und da sind es dann nach ein paar Kilometern mehr. Aber entscheidend ist es, ob das Tor da hinten offen ist oder ob die Tür, also ob die zugeschlossen ist oder nur zugeklinkt ist oder ob wir drüber klettern. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ah, das ist schön. Naja, klar, Bundesstraße geht oft schneller, obwohl das jetzt auch der schnellste Weg ist. Aber so wandern ist natürlich noch eine ganz andere Qualität. Das haben wir dann am liebsten. Deswegen, ich hätte so gerne eine App. Ich hätte so gerne eine App, die mir einfach sinnvolle Wanderrouten zeigt. Ne? Nicht wie das Drecksprogramm Komoot, was mich ständig irgendwo hin lotst, wo es dann nicht mehr weitergeht. Und das Outdoor Active hatte ich damals auch. Das war auch für den Arsch. Das heißt, ich wünschte einfach, Google Maps würde die Funktion einführen, keine Bundesstraßen. Das würde schon reichen, denn die kleinen Landstraßen sind auch recht schön. Und ja, kleine Feldwege und so, das müsste sein. Also, es nervt einfach, dass es keine anständige Wander-App gibt. Für Radfahren gibt es geile Apps, für Autofahren logisch, aber für Wanderer? Fehlanzeige. Naja, so, auf jeden Fall, wir müssen jetzt einen kleinen Umweg machen, weil das Tor war zu. Und ja, jetzt sind es noch 5 Kilometer und dann haben wir heute fast auch wieder einen Marathon, wie gestern. Die Schultern tun weh und naja, die Kraft geht so ein wenig dem Ende entgegen. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Ja, heute ist ein anständiges Märschen. Jetzt geht es hier noch durch den nächsten Wald. Und ja, das ist schon heute sehr, sehr schön und auch sehr herausfordernd. Sehr schön. Wow, das ist schon echt geil hier. Das ist schon echt geil hier. Boah, am Ende der Wanderung nochmal so ein. Boah, so ein Gefühl von wow, sehr, sehr geil. So, jetzt wird es echt tough hier. Also, wir haben uns jetzt ein bisschen im Wald verlaufen. Das Navi macht gerade ein bisschen Spinnerei. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwie rauskommen. Hier ist alles nur Wald, Wald, Wald. Einmal drumherum Wald. So, naja, aber ich würde sagen, heiter weiter irgendwie. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht irgendwie irgendwas einschlaze hier, weil, naja, es ist doch recht ja, unübersehbar. Aber es hat ein bisschen was von Dschungelabenteuer, das wollte ich eigentlich jetzt so nicht unbedingt. Man reicht jetzt schon, dass es kalt ist, dass es nass ist und dass die Nacht wahrscheinlich, wie gesagt, 0, minus 1 Grad wird. Ich hoffe einfach, dass wir aus dem Wald hier rauskommen irgendwo. Aber das heißt, ich hoffe, dass wir rauskommen. Ich finde es eigentlich auch geil. Bloß, das ist so das Gehirn, was dann sagt, boah, ich würde gerne Sicherheit. Ich würde gerne den Straßennamen. Naja, gibt es nicht Sicherheit. Heiter weiter. I'm here to release all of my fears.
Come to peace with all my tears. And remember what it means to be alive. I am here to release all of my fears. Come to peace with all my tears. And remember what it means to be alive. I am here to release all of my fears. Come to peace with all my tears. And remember what it means to be alive. I am here to release all of my fears. Come to peace with all my tears. And remember what it means to be alive. So, wir sind jetzt angekommen und ja, es wird jetzt gleich dunkel, das heißt, wir mussten jetzt so schnell wie möglich einen Schlafplatz finden und wir sind im Wald, aber fast direkt am Weg, also da ist nur eine Baumreihe dazwischen, das heißt, vom Weg ist das absolut einsehbar, das heißt, wenn jetzt ein aufmerksamer Bürger oder ein Förster jetzt, so ungefähr 18 Uhr, jetzt noch kommt und uns aufschreckt und sagt, hier, dann müsst weg, dann müssen wir weg. Und es hat sich jetzt einfach nicht anders ergeben. Wir hoffen einfach, dass bei der Kälte und bei der Nässe draußen jetzt 18 Uhr kein Förster noch umherstreift. Ist ja, glaube ich, auch nicht Jagdsaison. Und ja, war heute ein sehr, sehr langer Tag. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Ich lasse halt keinen Tracker dabei laufen. Ich habe immer nur ein Ziel, was ich frühs eingebe. Zum nächsten Netto, zum nächsten Marktkauf und dann gebe ich wieder das Grundziel ein, also Berlin und das Fetz und deswegen kann ich es nicht genauso tracken, aber ich vermute, wir sind heute irgendwas ja, zwischen 35 und 40 Kilometern gelaufen und auf jeden Fall war das heute ja, so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, eine gesunde Anstrengung der Beine, der Schultern, der Füße, ich bin einen Großteil dann barfuß gelaufen. Bin jetzt im Wald auch barfuß gelaufen und bin halt durch so alte Brombeersträucher gelaufen. Ich habe mir sehr, sehr viele Stacheln eingezogen, die ich mir rausziehen musste. Und die Füße brennen unten, nicht unangenehm, aber sie brennen richtig. Ich habe ganz viele rote Punkte. Ich kann euch das ja mal zeigen. Hier, die Punkte sind überall verteilt. Sieht man nicht so gut, ne? Ja. Licht fehlt. Aber hier geht's eigentlich. In die andere Richtung geht es irgendwie nicht, ne, egal. Auf jeden Fall, ja, im Großen und Ganzen heute ja, gesunde Anstrengungen, schön viel geschafft. Morgen ja, sind es dann, glaube ich, muss ich gucken, nur noch 30 Kilometer. Und dann sind wir bei unserer ersten Person. Und dann zur zweiten Person sind es dann irgendwie 15 Kilometer oder 20 Kilometer in Berlin dann. Das ist schon nah am Fetz dann. Ja, und dann ist am nächsten Tag ja auch schon die Revolution. Da ist dann der Fußmarsch irgendwie nur noch 3 Kilometer oder sowas, also da ist nichts mehr. Also dann halt morgens zum Fetz dann halt frühs gehen. Ja, sieht gut aus, dass wir beide das schaffen. Und wenn wir jetzt nicht verjagt werden, dann wird es wahrscheinlich die letzte Nacht draußen sein. Und naja, einerseits schade, andererseits freut man sich natürlich auch wieder. Ich probiere heute Folgendes aus, ich habe nämlich eine Theorie. Ich lasse heute meine Noppenfolie und meine aufblasbare Isomatte lasse ich mal weg, denn ich glaube, dass die Luft in der Noppenfolie und auch in der Isomatte das Schlafen bei kalten Temperaturen noch kälter macht. Ich weiß, Luft ist ein ganz schlechter Leiter und das soll angeblich das nicht kälter machen, aber wenn ich auf den Isomatte, ich liege jetzt nur auf so einer Isomatte für 699 von Desathlon, auf so einer, kann man vielleicht mal zeigen. Also das sind quasi, warte, ich drehe mal um. Ist das Licht wieder so blöd auf der Seite? Warum ist das so blöd? Na, versuch mal wieder auf der anderen Seite. Keine Ahnung, warum das Licht so blöd ist. Versuch es mal so. Also das sind jetzt die Schichten, die ich habe. Das ist einerseits, sieht man das? Einerseits so eine Isofolie, so eine Isomatte. Dann ist das einfach hier so eine Folie, die man fürs Auto macht. Und dann ist das noch so eine dünne Schaumstoffmatte. Und
ich habe die Theorie, dass das besser die, also besser einen mit Wärme versorgt, isoliert, als wenn ich jetzt noch so diese Isomatte und diese Luftpolsterfolie nehme. Das wird zwar weicher sein, aber ich bin mir recht sicher, also ja, weil ich liege jetzt schon drauf und das fühlt sich einfach viel wärmer drauf. Ich habe heute mehrfach auf der, einfach nur auf dieser ersten Matte auf dem kalten Beton gesessen und das war wärmer als teilweise in der Nacht mit 5 Lagen, also mit den 3 plus die beiden Luftsachen. Und ich glaube einfach, die Luft, die isoliert nicht. Also, na, ich habe es einfach im Gefühl. Falls doch, dann kann ich in der Nacht das schnell noch aufpusten und die Luft, die Folie wieder drunter machen. Ich will es einfach mal testen und ja, werde euch morgen dann Bescheid sagen. Ansonsten wünsche ich euch ja, einen guten Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Ich gehe jetzt schlafen und ja, freue mich auf die letzte Nacht, genieße nochmal ja, das Flair hier im Zelt, bevor es dann wahrscheinlich 2 Nächte in Folge bei Fremden, 3 Nächte in Folge, wenn ich dann auf der Revolution bin, am Samstag schlafen wir dann auch abends bei einem Benjamin und am Sonntag geht es entweder aufs Rainbow, was hier in Berlin eventuell stattfinden soll, oder zurück, um mich dann auf das Rohkost-Potluck vorzubereiten, was, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich dann schon vorbei ist oder noch kommt. Na egal, wir werden sehen. Nicht schlimm, wenn ich Montag anfange, das ist jetzt Tag 6 oder Tag 5, ich habe ganz schön vergessen, könntet ihr es gerade noch sehen. Vielleicht ist es morgen Rohkost-Potluck, vielleicht. Alles klar, eine gute Nacht.